Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und in diesem Video zeige ich euch, welche Ultis mit welchem Exo für den Hunter den meisten Schaden raushauen. Und sorry, dass die letzte Zeit keine Videos kamen, es gab sehr viel Chaos privat, aber auch die ganzen negativen Sachen, die bei Bungie passiert sind in letzter Zeit, haben mir natürlich jetzt nicht geholfen, mich zu motivieren, Videos zu machen. Das ist jetzt aber anders. Und deswegen gibt es dieses Video und demnächst wieder auch auf jeden Fall mehr Videos. Also lasst gerne ein Abo da und let's go! Das erste, was ich getestet habe, war natürlich der Falkenhelm, der himmlische Nachtfalke. Denn wir haben durch dieses Update eine kleine Änderung von diesem Exo bekommen. Und zwar einmal, wenn wir Präzisionskills machen, bekommen wir eine erhöhte Ulti-Regeneration. Das heißt, die Ulti ist wieder schneller da. Und 25% erhöhten Schaden für die Golden Gun, was einfach extrem gut ist. Ich bin zu dem ersten Boss vom neuen Dungeon gegangen, weil man dort ziemlich schnell die Damage-Phase triggern kann und auch eine gewisse Zeitspanne herrscht, die immer gleich ist, weil man so ziemlich gut die verschiedenen Ultis miteinander vergleichen kann. Als erstes habe ich natürlich die Golden Gun, die Präzisions-Golden Gun, jedes Mal natürlich auch, das muss dazu gesagt werden. Hier haben wir 647.776 Damage. Dann bin ich mit dem gleichen Setup auf die Hose Sternverschlingerschuppen gegangen, wo wir ja vorher Sphären der Macht einsammeln müssen, damit unsere Ulti überladen wird. Hier haben wir 626.816 Schaden gemacht. Dann bin ich auf die Klingen gegangen. Die haben 368.661 Schaden gemacht. Und dann bin ich auf den Arkusstab gegangen. Hier haben wir 668.296 Schaden. Zusammen mit der Sternverschlingerhose. Dann bin ich auf Strang gegangen. Und das hat mich wirklich echt gewundert. Mit der Strang-Ulti und der voll aufgeladenen Hose sind wir bei 1.236.945.000 Damage. Und das war echt, habe ich nicht erwartet. Dann habe ich natürlich auch noch Stasis ausprobiert, auch mit der Hose vollgecharged. Sind wir bei 249.898. Dann habe ich Leere, den 2x-Bogen ausprobiert, wo man 2x Schüsse drauf schießt. Da haben wir 460.477 Schaden. Dann bin ich auf den Möbius-Köcher gegangen, das sind ja die anderen Hosen, wo man ja dann dreimal den leeren Pfeil hat. Da sind wir bei 420.615.000. Das ist, also da tut sich auf jeden Fall nicht sehr viel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit der Golden Gun macht man ca. 650 bei dem Boss. Und dann habe ich noch ausprobiert, wie es sich mit den Wogen, mit den Damage-Wogen verhält. Wenn ich 2 Kinetik-Wogen in den Beinen hatte, habe ich erhöhten Damage bekommen. Da reden wir bei der Ulti nämlich von 742.075. Habe ich aber 3 Wogen reingepackt, hatte ich einfach mal keinen Damage-Buff mehr. Deswegen habe ich dort nochmal die Solar-Woge reingepackt, weil ich ja auch noch einen Solar-Raketenwerfer habe. Und das funktioniert dann ganz gut. Man muss immer abwägen, diese Damage-Zahlen sind von Aktivität zu Aktivität unterschiedlich. Das soll halt nur eine Differenz zwischen den Ultis darstellen, dass man ungefähr sieht, welche ist jetzt stärker gegen die anderen, mit welchem Exo. Also es kann natürlich sein, dass man jetzt wo reingeht und man macht 999.000 Schaden, habe ich auch schon gesehen. Es kommt halt darauf an, wie sehr man vom Damage gecapped ist von dieser Aktivität her. Gibt es ja auch. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich jetzt die Golden Gun mit dem himmlischen Nachtfalken und spiele einfach eine Damage-Rotation in der gleichen Zeit, wie ich auch die Strang-Ulti raushauen würde. Leider habe ich da ein bisschen gefettfingert, weil ich den einen Schuss versemmelt habe. Aber als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn man das jetzt noch sauber durchläuft, macht man auf jeden Fall mehr Schaden. Und zwar 1.638.434 Schaden. Das heißt, mit dem himmlischen Nachtfalken und der Präzisions-Golden Gun plus halt noch mit Waffen drauf schießen, kommt man auf jeden Fall auf mehr Damage als wie mit der Strang-Ulti. Man muss halt bedenken, mit der Strang-Ulti ist man halt durchgehend in der Ulti und muss durchgehend Schaden machen. Mit der Golden Gun haut man einmal Schaden raus und kann dann mit den Waffen weiterschießen. Und dass man dann natürlich mehr Schaden macht, ist natürlich sehr nice. Und je nachdem, wie es dann nach den Damage-Phasen aussieht,
Je nachdem, wie viele Ads da sind, kann man es vielleicht sogar durch die Präzisionskills schaffen, die Ulti für die nächste Damage-Phase wieder ready zu haben. Und was ich auch sehr gut finde, da sich ja der Akkustab bisher immer extrem durchgesetzt hat. Und man hatte zum Beispiel jetzt zwei Hunter in der Gruppe, denn es ist genauso wie mit dem Dürresammler. Es kann immer nur einer Damage drauf machen. Also zum Beispiel, ich hau einen Dürresammler drauf, dann habe ich den Impact Damage, den Einschlag Damage und noch den Schaden über Zeit Damage. Wenn jetzt ein zweiter noch sein Ding draufhaut vom Dürresammler, kriegt er nur den Einschlag Impact Damage, aber nicht den Damage over Time. Und genau das gleiche ist halt auch beim Akkustab. Der erste Hunter, der den Akkustab draufhaut, kriegt halt den Impact Damage und auch den Tick Damage, der die ganze Zeit läuft. Und der zweite Hunter, der mit dem Akkustab reinhaut, kriegt zwar den Impact Damage, der auch sehr viel ist, der aber nicht den Damage over Time, diese Ticks, verursacht für denjenigen, weil immer nur einer diesen Tick Damage verursachen kann, sonst würden nämlich die Bosse runterschmelzen wie sonst was. Und deswegen finde ich es gut, dass man jetzt mit dem Golden Gun Nachtfalken auf jeden Fall eine richtig gute Alternative hat. Und wie gesagt, je nachdem, ob man jetzt vom Damage her capped ist oder nicht, kann das Ding echt viele Bosse schreddern. Ich habe da richtig viele Videos schon gesehen. Und ja, das ist so mein kleines Testergebnis. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu so sagt. Ich werde mir auf jeden Fall ganz normal ein Akkustabbild machen, aber auch jetzt ein Bild mit dem Falken. Hier zeige ich euch jetzt eben kurz nochmal mein Solarbild. Und hier habe ich nochmal kurz das Akkusbild, was ich dann zum Beispiel spielen würde. Die Mods sind größtenteils gleich, bis auf natürlich die Wogen in den Beinen. Da habe ich komplett auf Solar gesetzt, weil wir halt auch wieder die gleichen Waffen spielen wie vorher. Und hier habe ich einmal kurz für euch mein Akkusbild. Ja, das war's erstmal. Sagt mir gerne, wie ihr das fandet. Ja, für den Titan und den Warlock werde ich das auf jeden Fall auch nochmal machen, weil es würde mich auch selber interessieren, welche Ulti da im Gegensatz zu den anderen Ultis am meisten Schaden machen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Okay.